Und schon wieder ein herzlich willkommen. Ob es allerdings sein Werk war oder eine Folge der Bresche, wer weiß. Wieder ein herzliches Willkommen zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Ja. Wir waren dabei, Alexius zu finden mit den Red Lyrium Shards. Ich hab's die ganze Zeit im Englisch im Kopf, also nicht wundern. Denn die aufgetrieben? Und wie hat er sie überhaupt hier reinbekommen? Können wir sie öffnen? Vielleicht, aber sie sieht ziemlich stabil aus. Wie verzweifelt und wahnsinnig ist er eigentlich? Wie auch immer, er muss etwas essen, also müssen seine Diener auch irgendwie hindurchkommen. Sehen wir uns um. Die fünfte Scherbe ist da. Ah, da wo ich gerade nicht langlaufen wollte, genau. Die sind so sehr damit beschäftigt, den Gott anzubeten und den Eingang zu bewachen. Tja, gute Kultisten sind heutzutage schwer zu kriegen. Bull vom Feinsten. Ach, da ist er. Da war er. Ach nee, es war Varric, der das gerade gesagt hat. Cool. So. Ich werde jetzt nichts mehr einsammeln, was unter Blau ist. Also nichts Weißes mehr. Aber damit haben wir die Quest gerade schon halbwegs beendet. Ich glaube, die letzte Folge habe ich sogar etwas zu kurz gemacht. Fällt mir gerade so auf. Hallo Alexius. Hallo Felix. Oh. Ich hatte schon Angst, ich müsste das gesamte Schloss nach euch absuchen, Alexius. Es gibt nichts mehr, wohin ich noch fliehen könnte. Ich wusste, ihr würdet wieder auftauchen. Nicht, dass es jetzt sein würde. Doch ich wusste, ich hatte euch nicht vernichtet. Es war mein letzter Fehler. War es das wert? Alles, was ihr der Welt angetan habt? Was ihr euch selbst angetan habt? Aber das spielt nun keine Rolle mehr. Alles, was wir noch tun können, ist auf das Ende zu warten. Was meint ihr damit? Auf welches Ende? Welche Ironie, dass ihr bei all den Möglichkeiten ausgerechnet jetzt wieder auftaucht. Alles, wofür ich gekämpft habe. Alles, was ich verraten habe. Und was hat es mir gebracht? Verderben und Tod. Weiter nichts. Der Älteste vernichtet uns. Mich. Euch. Uns alle. Felix! Das ist Felix. Beim Atem des Erbauers, Alexius, was habt ihr getan? Er wäre gestorben, Dorian. Ich habe ihn gerettet. Bitte, tut meinem Sohn nichts an. Ich mache alles, was er verlangt. Gebt uns das Amulett und wir lassen ihn gehen. Lasst ihn frei und ihr bekommt alles, was ihr wollt. Ich will die Welt zurück. Nein! Nein! Ja, Liliana, das war nicht so toll.
Verdammt. Verkehrtes Teil. Du nimmst erstmal das zu dir. Du nimmst den zu dir. Barry, komm mal her. Ich sollte vielleicht auch mal den Riss schließen. Kommt schon. Du darfst ruhig einen Tank zu dir nehmen. Komm, komm, komm. Geht doch. Er wollte sterben, nicht wahr? All die Lügen, die er sich selbst erzählt hat. Die Rechtfertigungen. Er hat Felix schon vor langer Zeit verloren. Und hat es nicht einmal bemerkt. Oh, Alexios. Ihr habt ihn wirklich gemocht, oder? Er war einst ein Mann, der mir als Maßstab für alle anderen diente. Traurig, nicht wahr? Das ist dasselbe Amulett, das er verwendet hat. Und ich denke, es ist auch jenes, das wir in Minrathis erschaffen haben. Das zumindest ist beruhigend. Gebt mir eine Stunde, um den Zauber, den er gewirkt hat, zu verstehen. Dann sollte ich in der Lage sein, den Riss wieder zu öffnen. Eine Stunde? Das ist unmöglich. Ihr müsst sofort hier weg. Oh oh. Der Älteste. Ihr müsst euch beeilen, das hier ist übel. Wir werden sie euch vom Hals halten. Wir werden diese Chance nutzen. Vergesst nicht, wir überleben nur, wenn dieser Tag niemals kommt. Wirkt den Zauber. Ihr habt so viel Zeit, wie ich Pfeile habe. Schon die Finsternis naht, wird die Flamme mich schützen. Andraste, leite mich. Möge mich der Erbauer an seiner Seite willkommen heißen. Rührt euch nicht vom Fleck, oder wir werden alle sterben. Yeah!
Oh mein Gott. Da müsst ihr euch schon etwas Besseres einfallen lassen. Gebt jeglichen Anspruch auf Radcliffe auf und wir lassen euch am Leben. Ihr habt gewonnen. Es gibt keinen Grund, diese Farce weiter in die Länge zu ziehen. Felix? Mach dir keine Sorgen, Vater. Aber du wirst sterben. Wir alle sterben irgendwann. Damit habe ich die Magie. Ich für meinen Teil bin froh, dass es vorbei ist. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Geil. Könnt ihr euch vorstellen, wie überrascht ich war, erfahren zu müssen, dass ihr Schloss Radcliffe einem Magister übergeben habt? König Alistair! Insbesondere, da ich mir ziemlich sicher bin, dass Radcliffe eigentlich Al Teagan gehört. Eure Majestät, es war nie unsere Absicht. Ich weiß, was eure Absichten waren. Ich wollte euch helfen, aber ihr habt es mir unmöglich gemacht. Ihr und eure Anhänger seid in Ferelden nicht länger willkommen. Aber unter uns sind Hunderte, die Schutz benötigen. Wohin sollen wir gehen? Die Inquisition wäre womöglich bereit, die Magier aufzunehmen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Übereinkunft? Sie sind hoffentlich besser als die von Alexius. Die Inquisition ist doch besser, oder? Ich habe schon jede Menge Magier kennengelernt. Sie können loyale Freunde sein, wenn man sie lässt. Freunde, die falsche Entscheidungen treffen, aber dennoch sind sie loyal. Uns bleibt offensichtlich keine andere Wahl, als das anzunehmen, was auch immer ihr uns anbietet. Ihr seid unsere Verbündeten. Ich mag's nicht, wenn man so... Ihr seid unsere Gefangenen. Es wäre uns eine Ehre, euch als Verbündete an der Seite der Inquisition zu wissen. Das ist ein großzügiges Angebot. Aber wird auch der Rest der Inquisition dazu stehen? Die Bresche ist eine Gefahr für ganz Sedas. Wir können es uns nicht leisten, jetzt uneins zu sein. Ohne euch können wir den Kampf gegen sie nicht aufnehmen. Wenn wir Hoffnung auf Erfolg haben wollen, brauchen wir eure volle Unterstützung. Ich an eurer Stelle würde dieses Angebot annehmen. Mein Königreich werdet ihr jedenfalls verlassen. Okay, die deutsche Stimme von Alistair ist... Es wäre verrückt, wenn wir es nicht täten. Ich werde meine Leute versammeln und dafür sorgen, dass sie für die Reise nach Haven bereit sind. Wir werden die Bresche schließen. Ihr werdet es nicht bereuen, uns diese Chance gegeben zu haben. Das ist natürlich cool. Das nichts, sie von bereut. Oh. Ferne. Geigenmeister, halt zurück den Strang. Herzloser Schöffel, lass mich hier stehen, mir ist bang. Denn es naht mein Bruder aus der Ferne, mit dem Retter und schon bald, ich stehe hier und sogar gerne. Der Segen kommt, er lärmt und schallt. He, Soldat, so schweige doch, schweige jetzt und hier. Meine Schultern hängen, du hast die Macht, so glaube mir. Mein Verbrechen war grausam, mein Schmerz ist wohl gerecht. Dass ich als nah herauskam, ist gut, denn ich war schlecht. Liebste Mutter, richte in die Sonne deinen Blick. Schade, ich hätte früher anfangen sollen. Das hätte ich sogar geschafft. Ich habe es gerade unten klingeln gehört. Mal schauen, ob ich gleich nochmal weg muss. Wäre natürlich super. Zweites Mal an einem Tag weg.
Ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Warum auch immer ich jetzt auf einmal aufs Handy gucke. Immerhin habe ich es diesmal geschafft, es auf stumm zu schalten. Spiel, lade endlich. Ah, meine Güte. Gibt es nichts zu diskutieren. Es wird unter den Magiern Abscheulichkeiten geben und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wenn wir unsere Bündniszusage zurücknehmen, lässt es die Inquisition im besten Falle unfähig und im schlimmsten Falle tyrannisch erscheinen. Was habt ihr euch dabei gedacht, die Magier ohne Aufsicht von der Leine zu lassen? Der Schleier ist zerrissen. Wir brauchen sie, um die Bresche zu schließen. Und das wird uns nicht gelingen, wenn wir sie uns zu Feinden machen. Ich weiß, dass wir sie für die Bresche brauchen, aber sie könnten ebenso viel Schaden anrichten wie die Dämonen. Genug der Streitereien. Keiner von uns war dort und wir können es uns nicht leisten, unsere Leute zu hinterfragen. Sinn und Zweck der Mission des Herolds war es, uns die Hilfe der Magier zu sichern. Und dieses Ziel wurde erreicht. Da spricht die Stimme des Pragmatismus. Zu schade. Ich hatte langsam Gefallen an euren endlosen Diskussionen gefunden. Wir müssen die Bresche schließen. Das ist das Einzige, was zählt. Um die Bresche zu schließen, wird jede Menge Magie erforderlich sein. Und das heißt, wir brauchen Lyrium. Ich habe Kontakte, die uns dabei helfen könnten. Und mit Kontakten meint ihr Schmuggler? Dann benachrichtigt sie. Wir brauchen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Wir haben bereits Leute, die uns auf ehrlichem Wege mit Lyrium versorgen. Und sie müssen nichts davon erfahren. Versucht die Sache geheim zu halten. Ich werde tun, was ich kann, um mögliche Gerüchte zum Verstummen zu bringen. Wir sollten den Dingen, die ihr in dieser dunklen Zukunft gesehen habt, auf den Grund gehen. Kaiserin Selene wird ermordet. Es gibt eine Dämonenarmee. Das klingt nach etwas, das ein Kult aus Tyrvinter tun würde. Orlé fällt, das Reich steigt auf und überall herrscht Chaos. Eine Schlacht nach der anderen. Es wird Zeit brauchen, unsere Truppen und die Magier zu organisieren. Besprechen wir das im Ratsraum. Warum schließt ihr euch uns nicht an? Ohne euer Mahl ist alles andere ohnehin bedeutungslos. Ich danke euch. Es wäre mir eine Ehre, euch bei der Ausarbeitung eines Plans behilflich zu sein. Trefft euch dort mit uns, sobald ihr bereit seid. Ich werde den Kriegsrat schwänzen, aber wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mir diese Bresche gern aus der Nähe ansehen. Heißt das, ihr bleibt hier? Oh, hatte ich das nicht erwähnt? Der Süden ist so zauberhaft und urig. Ich genieße es, hier zu sein. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber in der Zeit stranden würde. Egal, ob in der Zukunft oder der Gegenwart. Eine ausgezeichnete Wahl. Lasst uns dennoch versuchen, in der Zeit nicht wieder irgendwo zu stranden, ja? Ich beginne mit den Vorbereitungen für den Marsch auf den Gipfel. So der Erbauer will, werden die Magier genügen, um uns den Sieg zu schenken. Was zur Hölle war das? Street-Humping die Fünfte, oder was? Oh mein Gott. Die Inquisition weiß eure Unterstützung in dieser Angelegenheit zu schätzen, Lady Corbin. Und meine Arbeiter schätzen die Zusammenarbeit mit euch. Ihr bekommt euer Lyrium Ende der Woche. Allerdings, werte Botschafterin, war die Kirche ziemlich verärgert, als sie von unserer Übereinkunft erfuhr. Die Inquisition scheint den obersten Klerikerinnen wirklich ein Dorn im Auge zu sein. Allerdings sind wir guten Mutes, dass wir auch sie überzeugen können. So. Es möge brennen in deinem Herzen. Suche den Ratsraum auf, sobald du bereit bist. Ich werde jetzt erstmal Sachen verkaufen, dann bin ich bereit. Verkaufen.
das alles weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Weg. Weg, weg, weg. Weg. Weg, weg. Weg, weg. Jetzt bin ich gerade Cassandra Waffen. Stab des Stillstands. Oh, cool. Warum auch immer ich sie auf... Sie ist doch eigentlich eine Bogenschütze. Egal. So. So, mein Lieber, wirst du jetzt in meiner Gruppe aufgenommen oder bleibt Solus? Vivian werde ich nicht mitnehmen. Solus? Ja, Solus. Varric, Bull. Ah ja, Varric sollte ja noch eine Rüstung erhalten. Was ihr entbehren könnt, hilft den Verwundeten. So. Dann wollen wir mal langsam. What the fuck? Denn diejenigen, die seine Gabe genommen und sie gegen seine Kinder. Die Inquisition weiß eure Unterstützung in dieser Angelegenheit zu schätzen, Lady Corbin. Kriegsrat einberufen. Let's go. Oh Gott. Geheimnisse? Adlerauge. Oder erweiterte Studien. Da könnte ich dann ja auch noch was bekommen, aber Beziehungen. Eine Hand wäscht die andere. 10% Rabatt. Seltene Bestände, Einkäufe der Inquisition können den Ruf nutzen, um eine Lieferung ebenso seltener wie wertvoller Rohmaterialien für das Handwerk zu erwerben. Inquisition an sich. Die antivanischen Schneider sind berühmt für ihre Fähigkeit, versteckte Taschen in Kleidungsstücke einzunehmen. Wollen der Inquisition im Norden genügen, damit ihre Truppen auf Einsätzen mehr gehen? 15! Da ich eh immer Probleme mit dem Ganzen da habe, 60 Einflussbericht annehmen. Geld beschaffen, 104 Gold. Kult von Adraste, Lebenswächter-Amulett. Ach nee, das war das.
Diesmal nehme ich Josephine. Immerhin sind diese ganzen Missionen in Echtzeit. Die Bevölkerung passen würde. Ja, ich hätte warten müssen. Da hätte ich nämlich gerne die Leute genommen. Nein, nicht dahin. Ich wollte das da anwählen. 8 bis 11. Die besten aller Magier sind bereit, Herold. Ihr müsst sicher sein, dass ihr für den Ansturm auf die Bresche gewappnet seid. Wir wissen nicht, was mit euch passieren wird. Stufe 8 bis 11, mal schauen. Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Varric, Solus, Bull. Ich muss auch noch mit den Leuten sprechen, das fällt mir gerade ein. Fokussiert am Herold vorbei. Holy shit. Die Bresche ist zu. Alter! Alter! Oh! Okay, war zwar kurz, aber geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war geil. Irgendwie ist das cool, dass ich gerade die Bresche geschlossen habe. Goy.
ja, die endlosen Ladebildschirme gehen mir doch etwas auf den Sack. Sie ist weg. Paulus hat bestätigt, dass der Himmel vernarbt, aber ruhig ist. Die Bresche ist geschlossen. Es gibt Berichte über einige verbliebene Risse und es sind auch noch viele Fragen offen, aber wir haben gesiegt. Euer Heldenmut ist in aller Munde. Ihr wisst, wie viele Leute beteiligt waren. Es war schieres Glück, dass ich im Mittelpunkt stand. Ein fragwürdiges Glück. Ich bin nicht sicher, ob wir mehr oder weniger davon brauchen. Aber ihr habt recht. Dieser Sieg war der Triumph eines Bündnisses. Das gibt es dieser Tage nicht oft. Aber nun, da die Bresche geschlossen ist, braucht dieses Bündnis ein neues Ziel. Ach du Scheiße. Truppen im Anmarsch! An die Waffen! Was zum... Wir müssen zu den Toren! Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Das verheißt nichts Gutes. Wir müssen Barrikaden oder so errichten. Tja. Karlen? Melde gehorsamst, eine riesige Streitmacht nähert sich über den Berg. Unter welchem Banner? Keinem. Keinem? Was? Ich kann nicht reinkommen, wenn ihr nicht öffnet. Cole! Ich bin Cole. Ich komme, um euch zu warnen, um zu helfen. Es kommen Leute, die euch wehtun wollen. Das wisst ihr vermutlich schon. Was soll das alles? Was ist hier los? Templer kommen, um euch zu töten. Templer? Reagiert der Orden so auf unsere Gespräche mit den Magiern, indem er blindlings angreift? Die roten Templer gingen zu dem Ältesten. Kennt ihr ihn? Jedenfalls kennt er euch. Ihr habt ihm seine Magier gewahr. Ich kenne diesen Mann. Aber dieser Älteste... Einen Augenblick. Ich komme gleich runter. Er ist sehr zornig, dass ihr ihm seine Magier genommen habt. Karlen, wir brauchen einen Plan. Irgendwas. Haven ist keine Festung. Wenn wir diesem Monster standhalten wollen, müssen wir die Schlacht kontrollieren. Geht da raus und bekämpft diese Armee. Mit allen Mitteln. Wow. Magier, der Templerorden ist gefallen. Ihr habt die Erlaubnis, sie anzugreifen. Inquisition! Das ist Simpson mit dem Herold. Er wird es uns nicht teuer machen. Für uns alle. Wow. Rote Templer. Sie sind mir schon im Multiplayer auf den Sack gegangen. Oh, was ist denn heute los mit dem Telefon? Ah, das ist Varric. Okay. Oder so.
Okay. Da liegt kein Stein drin, aber ihr seid bereit zum Feuer. Nope, ihr werdet nicht schießen. Alles klar. Ich werde die Folge jetzt aber erstmal beenden, weil ich ja halt angerufen wurde. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten und beim nächsten Mal werden wir dann den südlichen Tribok einnehmen mit eurem Kersat.